In diesem Video schauen wir uns die beiden Kurznoppenbelege Hass und Sargus aus dem Hause Sauer und Tröge an. Beide Gummis liegen mit etwa 35 Euro im mittleren Preissegment und sind im Allround- und Offensivbereich angesiedelt. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Sargus, der seinen Namen wohl von der Gattung der Hirschkäfer erhalten hat. So schaut uns auf dem Cover ein stilistisch an einen Streber erinnernder und damit auch vermenschlichter, Brille tragender Hirsch an. Die kurzen, leicht geriffelten Noppen des Sargus sind konisch geformt und relativ breit. Der gelbe, 1,8 mm dicke Schwamm liegt beim Härtegrad und der Größe der Poren auf einem mittleren Niveau. Auf der anderen Seite nun der Hass, der mit einem ebenso markanten Cover daherkommt, sich aber optisch deutlich durch schmalere, minimal längere Noppen vom Sargus unterscheidet. Der durch seine rote Färbung leicht aggressiv wirkende 2,1 mm dicke Schwamm ist, wenn überhaupt, nur minimal weicher als der des Sargus, zeigt aber nach dem Auspacken schon eine gewisse Welligkeit, was wohl auf den eingebauten Frischklebeeffekt hindeuten könnte. Wir haben die beiden Belege auf dem Casala, einem Balsaholz ebenfalls von Sauer und Tröger, gespielt. Beim Dots-Test liegt der Hass sowohl von der Geschwindigkeit als auch der Schnittentwicklung her etwas über der des Sargus. Der Sargus präsentiert sich am Tisch mit einem hohen Grundtempo und einem sehr flachen Ballabsprung und ist beim Kontern, Blocken und Schießen mit leicht angepasster Noppen-Innentechnik mit angenehmer Kontrolle spielbar und erzeugt dabei für den Gegner schwierig einzuschätzende Flugburgen. Auch passiv ist der Sargus gut beherrschbar. Schubbälle sind demnach kein allzu großes Problem.
Als Stärken des Hass haben sich das sichere Blocken von Topspins, die gute Eröffnung auf Unterschnitt sowie die erhöhte Gefährlichkeit von Konterbällen herauskristallisiert. Zwar ist der Hass etwas anspruchsvoller zu kontrollieren als der Zagus, hat dabei aber aufgrund des eingebauten Frischklebeeffektes auch noch ein paar mehr Optionen und Leistungsreserven in Sachen aggressives Offensivspiel. Durch den Katapulteffekt reichen bereits kurze Bewegungen aus, um ein hohes Maß an Durchschlagskraft zu erzeugen. Des Weiteren wird beim Spiel auf der Vorhand deutlich, hier profitiert der Hass beim Vorhand-Topspin von einer stärker gekrümmten Flugbahn, als es beim Zagus der Fall ist. Tendenziell ist der Hass demnach ein wenig besser für die Vorhand geeignet als der Zagus, jedenfalls wenn man von einer typischen Noppen-Innentechnik herkommt. Aufpassen muss man hingegen beim Schupfen, da die Bälle hier schnell mal zu hoch geraten. Aber das dürfte bei der offensiven Ausrichtung des Hass auch eher ein Notschlag sein. Am Ende sind es Nuancen, die den Unterschied zwischen Zagus und Hass ausmachen. Tendenziell ist der Zagus etwas kontrollierter, linearer in Sachen Geschwindigkeit und etwas einsteigerfreundlicher als der Hass. Auf der anderen Seite bietet letzterer einen Tick mehr an Power und ein mehr an Gefährlichkeit für den Gegner. Ob man sich schließlich für den Zagus oder Hass entscheidet, für beide billige gilt. Ihre Stärke zeigen die Kurznoppen erwartungsgemäß bei Block, Konter, Schuss und in Sachen Schnitt Unempfindlichkeit.